Ja, Kinder und Jugendliche nutzen verschiedenste Plattformen, sind auf verschiedensten Medien unterwegs. Also sie schauen Fernsehen, was nach wie vor ja eine große Relevanz auch für die junge Zielgruppe hat. Sie sind aber auch digital auf verschiedenen Endgeräten unterwegs. Social Media wird immer relevanter. Und hier ist als Vermarkter und als Sender mit angehängten Plattformen natürlich enorm wichtig, entsprechende Angebote aufzusetzen. Die Angebote variieren immer wieder je nach Zielgruppe, gerade die älteren Kinder. Die versuchen wir mehr Richtung App zu bringen, weil wir einfach sehen, das ist ihr Medium mobil immer unterwegs und auch das entsprechend geräteunabhängig sozusagen zu nutzen. Und das bauen wir auf und unsere App ist da richtig erfolgreich. Da sprechen wir vor allen Dingen die älteren Kinder letzten Endes mit an, versuchen das aber auch immer in der Vermarktung, in Pakete mit dem Sender, mit Social Media auch zu vernetzen. Und das ist für uns natürlich ganz toll, weil der Content, den wir ausspielen, der gehört uns. Den können wir entsprechend konfektionieren, über die Plattform entsprechend auch ausstreuen, so wie die Kinder das haben wollen.